Moin zusammen. Ja, es ist der 20. Juni. Immer noch relativ mild, aber es soll in der nächsten Woche heiß hier werden im Landkreis Herford bzw. angrenzend Minden-Lübbecke. Und ja, aktuell noch relativ ruhig wieder nach einer kurzen Phase, wo sich die ersten Perlpilze und Raufußröhrlinge blicken lassen haben, ist es erstmal wieder Ruhe und wenig zu finden, aber zumindest ein bisschen was ist vorhanden. Hier haben wir eine Freifläche, wo ja durchaus mal Fellarbeiten waren in den letzten 2 Jahren, wo vergrabenes Totholz liegt und ja abgefallene Äste vielleicht. Und auf solchen Stellen, wo vergrabenes Totholz liegt, muss ich erwähnen, auch noch am meisten oder am ehesten beim Laubholz findet man diesen Pilz des Öfteren mal. Wie auffällig ist, dass er einen sehr langen Stiel hat. Bis zu 25 cm darf der lang werden. Das ist hier noch relativ klein, sind vielleicht 12, 15 cm. Dann noch ein eher junges Exemplar. Es hat jetzt ausnahmsweise mal ein paar Stunden oder ein paar Tage nicht geregnet. Na, ja, sagen wir mal, 24 Stunden hat es nicht geregnet. Und deswegen ist die Hutout hier zwar glatt, aber nicht schleimig oder schmierig. Aber man merkt schon so ein bisschen, die ist sehr glatt. Wir haben hier den Wurzelschleimrübling oder wurzelnden Schleimrübling. Ja, ist ein essbarer Pilz, der jetzt nicht unbedingt als hochwertig gilt, aber den man als Mischpilz verwenden kann. Der Stiel soll eher zäh sein. Ich habe ihn selbst noch nicht gegessen. Ich würde ihn einmal versuchen, vorsichtig zu entnehmen. Dann wird man ein Merkmal sehen können, weswegen er seinen Namen hat. Ja, man sieht es ansatzweise. Doch, das hat jetzt geklappt. Er heißt wurzelnder Schleimrübling, weil er hier abgehend vom Fruchtkörper zum Myzel hin so einen wurzelförmigen Fortsatz hat. Ist natürlich keine Wurzel im ursprünglichen Sinne, sondern es ist Myzel, das dann übergeht in den Fruchtkörper. Das ist ein gutes Merkmal, woran man den gut erkennen kann. Ja, hat weiße Lamellen. Ausgebuchtet, angewachsen, Sporenpulver, vermute ich jetzt mal weiß, bin ich mir jetzt aber nicht sicher, Zwischenlamellen, ja, eine braune, hellbraune, teilweise auch deutlich dunkler, braunere Hutoberfläche und ich weiß gerade nicht genau, ob der Stiel hohl ist, das gucken wir doch einfach mal gerade. Ja, nicht direkt hohl, also nicht, ist eher ausgefüllt, würde ich sagen. Aber ja, schwer zu sagen, ich hätte ihn richtig aufschneiden sollen. Aber ich werde dann wie immer nochmal Wikipedia oder andere Internet-Einträge, bei denen auf denen diese Pilze beschrieben werden, auf jeden Fall nochmal verlinken. Und ja, eine Pilzart, die man eigentlich ganz gut erkennen kann, vor allem wenn es geregnet hat, an der schleimigen Huthaut, dem langen Stiel, dem Wurzelfortsatz und den Merkmalen, die die Rüblinge an den Lamellen haben. Stielspitze ist übrigens oben weiß, wie man ganz gut erkennt, auch noch ein Merkmal, das man dann ganz gut erkennen kann.